Heute zeige ich euch, wie man ohne etwas wegzuschneiden eine Hose umnähen kann. Ich bin ja nicht so die Größte und deswegen habe ich zwei Hosen bei mir aussortiert bzw. weggelegt, die ich unbedingt nochmal umnähen möchte. Denn sie gefallen mir vom Grund auf schon sehr, aber ich mag es nicht, wenn da so diese Fältchen oben sind, so an den Beinen, also an den Baden, so dieser Bereich. Und deswegen dachte ich mir, werde ich sie mit einer ganz einfachen Methode einfach versuchen umzunähen. Ich habe diese Methode schon ein paar Mal verwendet, also ich habe da schon, ich glaube, 4 Hosen mit umgenäht und es hat immer geklappt und es sieht auch richtig gut aus. Der Vorteil ist einfach, man hat den Saum einfach noch und also den Originalsaum, muss den nicht jetzt noch kompliziert irgendwie umnähen und schauen, dass irgendwie das alles gut sitzt und passt, weil das hätte ich tatsächlich etwas anstrengend gefunden, weil ich bin jetzt auch nicht so der mega krasse Nähguru. Deswegen wollte ich euch gerne zeigen, wie ich meine Hosen jetzt immer umnähen werde. Ich habe das schon auf Instagram einmal geteilt, aber ich glaube, da haben das nicht so einige verstanden so ganz. Und deswegen wollte ich es nochmal auf YouTube teilen, denn so ein Video habe ich auch noch gar nicht hier gefunden. Zunächst einmal wird die Hose angezogen und dann das, was zu viel ist, einfach einmal nach innen umschlagen. Aber Achtung, man muss auch den Bund unten mit einberechnen. Also ein bisschen kürzer machen und der Bund kommt noch unten dazu. Und das Ganze wird dann einfach mit Sicherheitsnadeln festgeklemmt, dass das nicht nochmal verrutscht, während man die Hose auszieht. Okay, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Und zwar nimmt man sich dann das Hosenbein, nimmt sich den Bund wieder raus, man hat ja oben alles festgesteckt und legt das dann sozusagen so mit einer Falte nach unten einfach dann raus und dann steckt man das Ganze nochmal fest. Also ist dann sozusagen einfach nur so eine Falte nach innen und ja, wird einfach nur festgesteckt und das Ganze wird natürlich auf der anderen Seite auch nochmal gemacht, einfach um sicher zu gehen, dass da auch wirklich nichts verrutscht und alles super passt. Und das Ganze wird auf jeden Fall auch nochmal anprobiert, weil es kann ja sein, dass irgendwas verrutscht ist, irgendetwas passiert ist, man weiß ja nie. Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt, aber ich denke, man sieht das auch ganz gut. Dann, wer hätte es gedacht, sollte man natürlich den Ober- und Unterfaden einmal wechseln. Also einmal Fäden passend zu der Hose auswählen. Wer natürlich will, kann auch cooler Farbakzente setzen, wenn das irgendwie zur Hose passt oder man den Stil irgendwie cool findet. Aber ich habe mich jetzt natürlich hier auch für ein Dunkelgrau entschieden. Ich habe übrigens 2 Hosen gemacht, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt. Und deswegen seht ihr auch manchmal in den Aufnahmen noch ein bisschen so dunkelblau, weil meine andere Hose dunkelblau ist. Und ja. Wenn die Nähmaschine soweit eingestellt ist und ja, ihr auch eure Stichstärke bzw. Stichlänge und alles gemacht habt, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Vergesst nicht noch das Vernähen, also das einmal zurück und wieder vornähen. Habe ich nämlich am Anfang sehr, sehr gern vergessen. Ja, und dann könnt ihr eigentlich die Hose komplett einmal durchnähen. Falls die Nähte an manchen Stellen ein bisschen zu dick sein sollten, das ist ja meistens bei den Nähten außen an der Hose, könnt ihr auf jeden Fall auch einmal absetzen, Faden durchschneiden, nochmal neu anfangen auf der anderen Seite. Ich habe dann quasi für jede Hose, also für jedes Hosenbein 2-mal angesetzt, also für jede Hose 4-mal. Genau, hier seht ihr dann zum Beispiel jetzt die dunkelblaue Hose. Da habe ich nochmal die Naht sehr viel weiter unten gemacht, weil ich dachte, bei der passt das vielleicht so besser. Scheiße. Das
war mal eine Nadel. Ja, zum Glück habe ich ein bisschen vorgesorgt. Ich habe hier noch zwei. Also ich sollte jetzt bald mal losziehen und wieder ein neues Packen kaufen. Ich habe in dem letzten Jahr irgendwie, ich glaube, 5 Nadeln verschlendert bzw. kaputt gemacht, weil ich dachte, hey, damit kann ich auch Jeanshosen nähen oder hey, damit kann ich über Stecknadeln nähen. Nope, funktioniert nicht. Und ja, deswegen musste nochmal meine Nadel ausgebessert werden bzw. ausgetauscht werden. Aber ja, hat ja alles ganz gut geklappt und es konnte direkt weitergehen. Ja, und zum Schluss habe ich natürlich alles nochmal anprobiert, also die graue und die blaue Hose. Ich habe jetzt hier nur die blaue für euch und es hat gepasst und jetzt kann ich sie endlich tragen. Jetzt freue ich mich richtig doll drauf. Ein Nähprojekt weniger. Ja, das war der ganze Zauber, wie man eine Hose ganz einfach umnähen kann, ohne etwas davon abzuschneiden. Und ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Du kannst auch sehr gerne mal auf Instagram bei mir vorbeischauen. Da habe ich sogar schon ein Video hochgeladen, wie ich das mache. Beziehungsweise kannst du auch sehr gerne auf meinen Twitch-Account schauen. Da bin ich immer mal live zu sehen. Und ich werde dann auch demnächst bald wieder mit Nähen ganz viel anfangen. Ich habe nämlich schon ein paar Sommerteile gefunden, die ich gerne umnähen möchte. Beziehungsweise generell mal nähen möchte. Und ich werde auch mein Cosplay weitermachen. Und hat ja auch was mit Nähen, mit Basteln zu tun. Also wenn du da Lust hast, schau ganz gerne mal unten vorbei. Ist alles unten in der Infobox verlinkt. Und ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr doll fürs Zuschauen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!